Hier sieht er mal, wo ich übernachtet habe. Campingplatz Ektan am Müritzer Nationalpark. Nee. Man kann es lesen. Nee. Großes Ding, viele Verbote. Hier ist der Lageplan. Also der ist schon groß. Nee. Ja. So, wie ihr seht, bin ich auch wieder auferstanden. 8.30 Uhr, Wecker hat geklingelt, ohne den geht es gar nicht wahrscheinlich. Und ja, wollen wir mal gucken, wie heute der Tag wird. Wie gesagt, man hat es ja nun doch ein bisschen abgekürzt, die Tour. Wir haben ja die eine Station ausgelassen, das wären dann 40 Kilometer weniger wahrscheinlich, was wir jetzt haben. 40, 45 Kilometer weniger. Und dann lassen wir uns Zeit heute dann, nicht? 60 Kilometer. Da brauchen wir erst um 10 Uhr losfahren hier. Also vor 10 Uhr komme ich sowieso nicht weg, weil ich wieder so eine Pfeife bin, da der wieder nicht aus dem Arsch kommt. Schon wieder fast 9 Uhr. Hab noch nichts gemacht, außer hier jetzt das Ding in der Hand genommen unten. Und Radio angemacht hier, ne? Naja, ich zeige euch nachher noch Bilder vom Platz. Und dann geht's weiter. Erstmal duschen. Ne, duschen tue ich nicht mehr. Erstmal waschen. Es lohnt sich wahrscheinlich doch mal öfters hierher zu kommen. Um mal ein paar Tage hier zu bleiben. Also das werde ich mir nochmal ein Auge fassen mit dem Platz hier. Ja, ist zwar einfach gehalten alles, nicht? Also, aber ja klar, viele Sachen sind von vielen Leuten benutzt, ist klar, dass alles immer die ganze Zeit benutzt wird. Nicht? Also, naja, frische Monate Bad braucht ihr hier nicht zu suchen. So Leute, Sachen sind gepackt. Was? 10.30 Uhr wird wohl meine Zeit sein, schneller schaffe ich es nicht. 2 Stunden brauche ich für einpacken, wach werden und duschen und was essen kurz und alles einpacken da. Naja, auf jeden Fall steht der ganze Müll jetzt hier. Hier nochmal ein Eindruck vom Campingplatz. Der ist schon riesengroß. Nee, also ist schon nicht schlecht. Man liegt da nicht so dicht gefercht mit anderen. Nee. Liegt schön im Wald, schön frisch, luftig. Hier seht ihr gleich das Waschhaus. Naja, wird viel gebraucht. Also so die große Sauberkeit könnt ihr nicht erwarten und Frische. Aber was soll's. Ja. Für mich geht es dann wieder in die Richtung. Und da geht es dann zur Rezeption. Da muss ich Chip abgeben, dass ich mich abmelden tue. Und dann geht's wieder on Tour. So. Und dann sehen wir uns, wenn wir wieder starten. So Leute, wir sind on Tour und fangen hier an den Bahren an dem Müritz an. Das ist der Müritzer See. Wir haben das Campinglager verlassen. Ich bin jetzt hier am Strand. Sieht sehr gut aus. Muss aber leider wieder zurück in die andere Richtung. Wir müssen jetzt wieder hier lang. Da sind wir eigentlich hergekommen. Ich dachte, es geht da lang, aber machen wir. So, 70 Grad sind. Hier ist noch eine Kneipe, wo man hätte essen gehen können. Also hier ist schon deutlich mehr Geld da. Man sieht, dass es hier Urlauber-Ding ist. Hier wird fleißig gebaut. Schöne Wohnung. Könnte mir auch gefallen, kann ich mir bestimmt wieder nicht leisten. Ne? So. So, wie gesagt, so viele Kilometer sind es heute nicht mehr. 53 Kilometer sind bloß noch angesagt. Also, ich habe da gestern einen Teil ausgelassen. Wir sind gleich zu der Warn gefahren. Oh, Glück gehabt gestern mit dem Campingplatz, muss man ehrlich sagen. Ich wollte ja gar nicht hierher. Ich wollte ja ganz woanders helfen. In Ursin, wenn man jetzt nicht alles täuscht. Aber wie gesagt, die Supermärkte haben gezogen.
Die gab es da in der Richtung nicht. Da hätte ich wieder ohne was da gestanden, ohne Essen, Trinken, Bierchen. Nee, das wollte ich auch nicht. Dann bin ich lieber schon gleich Richtung Bahn gefahren und habe mich hier versorgt, schön noch vorbei im Lidl. So, dann lassen wir heute ein paar Kilometer fahren. Ich kann es gemütlich angehen lassen. 3 Stunden Fahrzeit, mehr wird es nicht sein. So, wie spät haben wir es jetzt? 11 Uhr. 11.20 Uhr haben wir es jetzt, also ganz ehrlich gesagt, ganz entspannt, ganz easy heute alles. Das wird toll, Sonne scheint. Ach, da ist ein Fahrradstreifen, noch gar nicht gesehen. Ja, die muss man immer suchen hier mit der Lupe hier. Aber es gibt hier welche, wirklich, Tatsache, Fahrradstreifen hier. Gestern stark vermisst. Mal sehen, ob es jetzt öfters kommt. Wir gucken uns noch ein bisschen die schöne Gegend an und genießen noch die letzten Stunden hier in der guten deutschen Heimat. Bis gleich. So, wollte ich ja nochmal ein Update geben. Geht doch. Im Gegensatz zu gestern, heute hier Fahrradstraßen leer gefegt. Ab und zu kommt hier ab und mal ein Fahrradfahrer entgegen. Und alles hier schöner Natur, ohne Autos. Ich hoffe, das war nicht nur das Anfangsfeuer. Ich hoffe, es geht das so weiter bis Röbel. Natürlich geht es wieder berghoch und runter. Nicht schlecht. Ja, bis hierhin dürften die Autos fahren, glaube ich. Und ab jetzt fängt bloß noch die Fahrradrunde an hier. Nee. Wieder langsam raus aus dem Wald. Das ist das Ende jetzt. Ja, herrlich gewesen. Wir gucken, wo der Weg weitergeht. Sieht noch gut aus. Ja, Fotos machen ist ganz wichtig. Es geht hier weiter so. Der Weg geht noch so weiter. Naja, jetzt sind wir hier im freien Feld. Herrlich. Sieht alles gut aus. Ein paar Büsche hier alles. Oh. Mama mia, lass es bitte noch so 30 Kilometer so weitergehen. Besser werden 50. 50 Kilometer noch. Ja, der gute Radweg war dann doch irgendwann zu Ende. Das waren vielleicht so 5 Kilometer, würde ich sagen. Man hat ihn doch auf der Landstraße jetzt geführt. Da war aber auch ein Radweg. Und ja, der Radweg ist jetzt zu Ende. Beziehungsweise nicht zu Ende. Er geht jetzt vom Asphalt in so einen Waldboden hier über. Ich fahre das mal einfach so mit, weil hier viele Spuren sind. Die Straße ist auch nichts los. Man hätte auch auf die Straße fahren können. Nee, da ist auch nicht so viel los. Aber wir gucken mal an, ob wir hier wirklich einen Radweg haben. Da kommen ja welche entgegen. Moin. 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 Ja, tatsächlich muss das der Radweg sein hier. Mal gucken, ob irgendwann wieder Asphalt entsteht. Ich sage euch dann Bescheid. Moin.
Moin. Man merkt, hier ist nicht Norddeutschland. Hier ist Mecklenburg-Vorpommern. Hier wird guten Tag gesagt. Oder hallo. Okay. War mal ein schöner Weg gewesen. Also kann man jetzt nicht meckern. Es war ein schöner Schotterweg gewesen, festgefahren. Wo dann kein anderer lang geht, keine Pferde lang gehen, dann ist das auch alles glatt. Aber wenn die da so wie in Norddeutschland da alle ihre Pferde rüberjagen, dann kannst du so einen Fußweg da auch in der Tonne treten. Da. So ein Wanderweg da oder so ein Radfahrweg. Aber hier keine Pferdespuren, gar nichts. Top. Dann ist das Ding auch glatt gebügelt. So, gucken, wo wir jetzt hin müssen, wollen, sollen. Keine Ahnung, wie das Dorf hier heißt. Hier steht nichts da. Doch, hier steht was. Schwarzenhof. Schwarzenhof, ja. Ja, Bänke überall. Hier kann man überall sitzen und Picknick machen. Aber das wollen wir jetzt nicht. Ja, früh am Morgen. Ich muss aber trotzdem erstmal meine Hose da zurecht machen. Das sieht ja alles sehr schön aus hier. Das sieht ja gar nicht mal schlecht aus hier. Boah, alter Schwede. Da muss ich anhalten. Ich muss sowieso meine Schlipper zurück. Gucken wir uns mal so Dinge. Dafür haben wir heute Zeit. Dass wir uns mal hier so alles angucken können, wo wir hin können. Speckerhorst kenne ich alles nicht. Buhe kenne ich auch nicht. Naja. Oh, hier ist sogar ein Kärtchen. Nicht groß, das werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen können. Es geht bloß in eine Richtung und keine Rundtouren. Ja. Pedelec Ladestation. Alter Schwede, ey. Naja. Ansonsten sieht alles schön aus hier. Tja, hier. Einfach ein Haus haben, Ruhe haben, oft tanken. Dann sieht die Welt ganz anders aus. Statt meinem Multikulti-Wohngebiet da, ey. Man mag gar nicht mehr die Kamera ausschalten hier. Das ist jeder hätte man aufnehmen können hier, ey. Geil, das ist wirklich richtig geil da. Boah, wie krass ist das denn hier alles, ey. Super. Guckt euch das an hier. Guck mal, hier mit 23 km/h lang, locker, und jetzt geht es gleich nochmal bergunter. Hier haben wir so ein bisschen Schotter runter gemacht. Das hört sich ganz gut, hoffe ich zumindest. Ja, jetzt ist ein bisschen runter hier. Wanderleute und Radfahrer sind hier auch unterwegs. Man ist hier nicht ganz so alleine. In der Woche wird man wahrscheinlich alleine sein, aber hier auf dem Sonntag heute ist doch ganz schön was los. Da bin ich froh mal drüber. Hier ist genug Platz für die Leute alle. Ja. Und jetzt steht auch jemand da mit dem Mountainbike hier hoch. Da fahre ich alles hier mit so einem Tourenrad ab. Hier noch eine schicke Abfahrt. Kann man den Hintern noch entlasten. Yeah, kommen wir auch mal auf bestimmt 35 km/h. Jawohl. Wir müssen mal aufpassen, was für Anfänger da wieder entgegenkommen. Moin. Moin. Halt, hier gibt es eine Kurve. Boah, ist das krass, ey. Großer Ketten da drauf. Was haben wir denn hier? 30 Klarinetten ist die Abfahrt jetzt hier. Ich hoffe, hier kommt kein Klar drauf. Dann liegen die erstmal gleich auf der Nase. Ah, herrlich. Leute, Leute, da mache ich da gerne Bilder. Mann, ey. Das ist gut, super. Ist das geil. Wahnsinn. Ah, Flachlauf, Mann. Ich guck auch gar nicht hin, dass die Strecke. Ich sehe da die Rinderherde dazu, die hier alles rumwühlt. Oh Mann, ey.
so viel zu sehen. Bestes Wetter, Leute, ey. Die Strecken haben sie jetzt hier wirklich gelohnt. Also das ist wirklich hammergeil jetzt hier. Hammer. Alles gut zu fahren. Alles gut zu fahren mit unserem Trecker hier. Herrlich. So Leute, heute haben wir immer noch Zeit, um anzuhalten. Die Kilometer ist nicht so weit. 20 Kilometer haben wir weg. 12 Uhr. Also sind ja bis noch 30 übrig da, ne? So, hier haben sie mitten in der Natur so einen Aussichtsturm hingestellt. Eigentlich würde ich ganz gerne mal hoch. Und ich werde es auch machen, Leute. Weil wir heute nicht so viele Kilometer haben. Ich werde mich da jetzt wirklich mal hochbegeben und diesen ganzen Scheiß da von oben angucken, wie alle anderen das auch immer machen. Dafür habe ich die Zeit. Ich schließe hier noch meine Gurke an. Na? Ich verstehe das Schluss nicht so richtig. So, das gucken wir uns jetzt an. So, hier ist ein schöner Aussichtsturm. Die Bilder muss ich jetzt mitnehmen. Das gönne ich mir heute. Die Zeit haben wir dafür. Geil. Gehe ich auch mal so einen scheiß Turm hoch hier. Noch nie gemacht, ey. Noch nie. Immer nur von Weitem angeguckt. Wie gesagt, nee, dafür ist keine Zeit. Wir gehen heute hier hoch. Ah, hier liegt schon wieder Hundescheiße, ey. Mann, ey. Können die Leute den Dreck nicht mitnehmen? So, hier geht es noch eine Treppe hoch. Schon hier 100 hier. Da kann ich so einen scheiß Turm bauen, wo man nichts sehen tut. Aber, naja, das sieht schon geil aus. So. Richtig einstellen. Ich hoffe, es knarrt nichts da. So. Das ist hier Müritz hier. Ich weiß nicht, wie das Gebiet heißt. Erschlagt mich bitte nicht. Nee. Da sind wir jetzt hergekommen. Nee. Gehen wir mal hier nochmal gucken, ob wir hier noch was sehen. Na ja, gut. Ist nicht. Ah, top. Alter Schwede, dafür fährt man so Radreisender. Um das zu sehen, um das überall zu gucken. Nee. Ah, spielt mein Fahrrad. So. Und da geht dann der Weg wieder weiter. Mal gucken, kann man hier noch was sehen? Hier ist nicht mehr so viel. Ah ja, da hinten ist noch ein See. Ich werde es mal einblenden, wenn ich Lust habe, um dann ich schaffe, das da rauszukriegen, wie der See heißt. Ob es die Müritz ist da oder was, wie der immer heißen tut, ich weiß es nicht. Da. Nee. So, puh, aus der Wildnis sind wir draußen. Eben noch einen kleinen Kaffeeklatsch mit einem Radfahrer über Politik und allem drum und dran gemacht und über die Landtagswahl in Bayern gesprochen. Wir hoffen, das richtige Ergebnis kommt raus. So, jetzt sind wir auch schön Dörfchen wieder raus. Jetzt geht es wieder pur Landstraße lang hier. Na, mal gucken hier. Leute, nach 25 Kilometern, über 25 Kilometer geht es immer noch so traumhaft weiter hier. Oder nicht? Sind zwar an der Landstraße angekommen, da gibt es einen Radweg, der schon ziemlich alt ist, aber trotzdem, immer noch Bomben, Natur, kaum Autos auf der Straße hier. Was will man mehr, ey? Perfekt. Nee, also top.
Moin. Moin. Ja, bestimmt. Ach so, der Kollege meinte, es soll blaue Zeichen geben, die den Umrundung von dem Müritzer See sind da, so ein Rad vom Weg da. Bin mal gespannt, ob ich irgendein Zeichen sehe. Ich habe ja noch kein einziges Zeichen gesehen, zu meiner Schande. Muss ich gestehen, zu meiner Schande. Nee. Ich weiß nicht, was die da für Zeichen meinen da. Aber ich habe ja noch nicht mal irgendwo so mal ein kleiner, bei der Kreuzung mal war mal irgendwas, aber das war es dann auch schon. Aber ob da so ein Zeichen dran war, ich sehe da kaum was. Gucken wir uns hier noch den ganzen Hafen an hier. Oh Mann, hier, Madame tackert wieder. Häuser stehen hier. Das sieht alles nicht billig aus. Das sieht alles teuer aus, Leute. Wow, Ferienimmobilien zu verkaufen. Ach, Ferienimmobilien sind das. Was sind denn die denn hier? Wieder? Ja, jetzt gucken wir uns heute alles an hier. Wahnsinn. Ja nicht leisten. Hinten wird auch wieder gebaut für die reichen Leute. Naja. So, auf geht's wieder. Mann, man kann heute so viele Bilder machen, ey. Das gibt's gar nicht, ey. Wie soll ich die wieder alle verarbeiten, ey? Mann, 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 ey. Das sind die etwas kleineren Boote. Oh, alter Schwede, ey, sind hier. Stehen hier Sachen rum hier. Mann, Mann, Mann. Du. Moin. Mechlin sind wir angekommen. Auch wieder hier, so wunderschön neu gebautes Dorf mit vielen neuen Häusern. Aber mit schlechten Übergängen von den Radwegen hier. Also, aber ansonsten alles top hier. Hier sitzen wieder Leute, die ein bisschen Geld haben. Die Übergänge müssen so noch arbeiten hier. Boah, sind das Polterdinger. Ah, hier auch links hier, ausgebaut hier, Altbau. Meine Fresse, ey. Ah, hier so ein Haus, und das reicht aus. Mann, Mann, Mann. So, ich glaube, die kleinen Straßen haben wir jetzt verlassen. Jetzt geht es ja an der Landstraße lang. Und ja, außer mindestens hier ein Radweg. Mal gucken, die Landstraße. Wie ihr hört, ist doch ganz schön befahren. Nun lassen wir uns mal überraschen. Ist doch ganz schön windig.
schon sind wir wieder in der Sonne. Gut darauf. Oh, kann man hier irgendwo irgendwie wieder an Müritz vorbei. Über die Brücken. Hoffe man sieht was. Hier möchte ich jetzt nicht anhalten. Sieht aber trotzdem wunderschön aus hier. Ist auch schon wieder fast 14 Uhr. Ich glaube, wir müssen langsam strecken. Ich wollte eigentlich 15 Uhr aber im Auto sein. Es wird sonst schwer mit der Zeit. Kopfsteinpflaster links. Alte Häuser. Was ist hier ein alter Bau hier? Keine Ahnung, sanieren sie gerade die Turmspitze neu. Nee. Willkommen, Dorfkirche Wieburg. Na gut, wenn man sich so denken könnte. Ja. Das ist hier irgendwo rechts reingehen, da. Mal sehen. Was? Aha. Das ist hier auf Röbelmühre 12,5. Wo wollen sie? Jetzt muss ich erstmal gucken da. Also ist noch richtig hier. Jetzt will er mir hier unten Richtung Zühlauf lotsen da. Ist aber richtig. Ist richtig? Ja, ist ein bisschen kleiner Umweg zwar, da wäre ich schneller durch, aber. Da ist besser. Ja. Das ist ein guter Weg. Ja. So oft fahre ich hier nicht lang, aber ab und zu mal. Ja, da streicht ja sogar meine Navi-Halterung. Das haben wir bis im Osten erfunden, diese Platten. Ja, ja, die ja. Aber diese mit den Löchern, ja. Ich glaube, sonst ist ja zu motterig, wenn zu regnerisch ist. Ja, kann natürlich sein, dass sie durchkommt. Kann natürlich sein, dass sie gesagt haben, wenn sie die Platte nicht drin hätten, dann wurde er weggespült, ja. Der Weg. Nicht? Also. Jetzt hat man zumindest mal wieder den Weg zum Müritz. Ja. Ja, das haben die jetzt schon alles schön gemacht. Hier überall so ein Tischchen, Bänklein da, wo man da sitzen kann. Wenn man so ein bisschen wolkerig ist, mal einen Kilometer, ja, ist ja kein Problem, das ist ja wieder. Das ist wieder super gemacht da. So, nun wollen wir einmal gucken hier, wie es hier aussieht. So dicht sind wir noch nicht reingekommen. Immer noch die Müritz. Hat sich nichts verändert. Wahnsinn. Ja? Wasser ein bisschen hoch. Aha. Das ist ja alles weg. Ja, ist ja schon hier. Alles hier. Jetzt sieht man ja, wie weit es sonst steht. Ja? Das ist ja ganz schön groß, nicht? Das hat man gar nicht jetzt so. Das ist ja hier der Schniepel schon, sag ich mal, hier, jetzt, wo wir nach Röbe reinfahren. Ja, ja, das war jetzt gar nicht so auf der Karte zu sehen gewesen. Die also, unten so, die wird ja so schmal dann. Weil es ja eigentlich fast so auf der Karte aussieht wie der Schweriner See, nicht? Also dachte ich eigentlich auch so Größe wie ein Schweriner See. Aber der ist ja doch noch mal ein bisschen größer da. Wird wohl eine Sandbank da hinten sein oder was ist das da? Ja. Das wird wohl auch sowas so sein. Das wird wahrscheinlich auch jetzt aufgrund der Trockenheit so sein. Ja. Oh, anscheinend viel gefahrene Stelle hier. Viel besuchte. So, unsere Begleitung ist langsam verschwunden. Dann werden wir es wieder alleine durchschlagen müssen. Gute Gespräche geführt. Aber jetzt geht's gemütlich weiter hier. Ah, habe ich alles. Weg finden wir auch so. Ah, da tut schon einfach weh hier. Jetzt müssen wir da schon die Stellen suchen. Oh. Boah. Das hier Rödelpassagen heute wieder. So, nicht ganz so top wie vorhin,
wo wir durch den Wald gefahren sind, aber es geht. Hier sind ein paar Mehrschlaglöcher drin, hier muss man schon gucken. Hier kann man dann doch nicht so schnell fahren. Moin. So Leute, Finish. Wie ihr hier seht, ist bloß noch so ein Zipfel hier übrig. 2 Kilometer ist es noch bis zum Röbel. Ja, super Tag heute gewesen. Ja. Super Tour jetzt, die Schlussetappe. Jetzt fangen wir nochmal an. Könnt ihr noch mal ein bisschen Natur sehen und genießen hier. Wow. Alles ruhig. Wow, es geht immer noch so weiter. Heute nicht mehr ganz so viele Berge wie gestern. Heute deutlich weniger. Es werden wahrscheinlich bloß um eine 4,5 Höhenmeter sein. Höchstfall. Ah ja, dann kommen wir gleich nächsten Radfahrer. Ja. Hallo. Hallo. So, damit ist schon irgendwas Schluss. Wenn so eine Zäune hier wieder sind, dann ist immer irgendwas Schluss. Große Winnow. Ach, all die Seen merke ich mir nicht. Ich glaube, wir sind jetzt hier im Röbel angekommen. Das ging jetzt gerade nochmal durch so eine Gartenkolonie. Das war der offizielle Radweg gewesen. Vielleicht machen wir noch so eine kleine Stadtrundfahrt hier. Und ich weiß nicht, was er mir jetzt hier noch anzeigen tut. Ich will erstmal anhalten. Ich weiß nicht, sind wir jetzt hier im Röbeln? Röbel, Wobau, Röbel. Boah. So, jetzt hat er mir an, das soll ich hier gleich wieder rechts rumfahren. Ich hoffe, er weiß, was er tut. Was zeigt er mir denn da an, Mensch? Warum muss ich denn jetzt hier überall so quer durchfahren?
Na gut, hat schon Sinn gemacht. Alter Schwede, was ist schon hier? 20 Meter. Hier muss es sein. Auto. Ja. Steht noch genauso da. So, da sind wir wieder. Tour zu Ende. Wir sind wieder angekommen. Mein Gott. War das halt ein schöner Tag gewesen. War das eine schöne Runde gewesen heute. Richtig geil. Ich mach gleich noch ein Fazit. Hier steht nochmal das Fahrrad. Ja, wie ihr seht, alles unbeschadet überstanden. Sieht noch alles aus wie neu, wenn man es wieder putzen tut. Kommen wir jetzt zum Fazit mal langsam. Heute haben wir Zeit. 3 Tage fahren. Insgesamt waren es dann heute 55 Kilometer. Und ja, wie gesagt, es war genialer Schachzug gestern, nach Waren zu fahren und nicht nach Rosin. Von den Kilometer her hat sich das nicht viel genommen. Aber wir haben dann doch ein bisschen abgekürzt, 40 Kilometer ungefähr. Und es war viel sicherer und vor allen Dingen konnten wir einkaufen gehen beim Lidl. Aber gestern war in die Ecktanne gewesen, da gab es noch was zu essen bis 20 Uhr, aber man weiß es immer nicht. Ich war bei zu vielen Campingplätzen, wo alles zu war, gerade Mitte im Oktober ist eigentlich bei den meisten tote Hose. Nicht? Gestern war es gut, der Campingplatz war richtig top gewesen da. Nicht? So. Und heute die Tour, die Runde, ja, 55 Kilometer nur, aber over the top da, die Wege, alles da. Das ist der Müritzer Nationalpark. Ich glaube, hier muss man nochmal herkommen. Das ist wirklich eine geile Geschichte gewesen. Man kann super, super Radfahren, hat viel Natur gesehen. Ich bin kaum auf der Landstraße lang gefahren, nicht? Also eigentlich gar nicht. Nur Radwege lang gefahren. Nicht? Wenige Radwege gehen an der Straße lang. Die meisten gehen nur durch Naturschutzgebiete. Wirklich, wirklich top, Leute. Also da muss man wirklich sagen, das war heute eine Runde wieder, wo man wirklich mit Werbung machen konnte da, nicht? Sonnenschein, nicht eine Wolke am Himmel, bisschen Wind war gewesen, aber das war es auch schon. Viele Radfahrer unterwegs, viele getroffen, viel gequatscht. Das war so richtig schöne Tour heute gewesen, nicht? Also, aber insgesamt, 3 Tage waren alle top gewesen. Okay, gestern da die 30 Kilometer dazwischendurch auf der Landstraße, das war natürlich nicht top gewesen. Aber ansonsten insgesamt die Tour, 3 Tage, super Wetter gehabt, super Ausrüstung mitgehabt, alles hat gehalten, bis aufs kleinste Detail da. Nichts hat geschwächelt, Technik hat alles mitgemacht. Wirklich, also kann man nur sagen, top. Also wenn es dann so gut klappt und man ist pünktlich zur Zeit wieder hier am Auto, dann war die ganze Runde top. Also mir hat Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich mich auf den Weg gemacht habe. Aber muss dazu sagen, 3 Tage war zu wenig. Ich hätte 4 Tage nehmen sollen, dann wäre es noch schöner gewesen, nicht? Aber wohl, so ist es. 3 Tage, morgen muss ich wieder arbeiten. Und das war's denn, Leute. Wir sehen uns wieder. Ach so, insgesamt, ja, die Kilometer blende ich noch ein. Und ich glaube, es waren so 260 Kilometer, die wir da abgeradelt haben. Nicht? Schönster Natur, alles top. Wir sehen uns dann wieder auf dem Video, Leute. Bis dann.